Nordamerika, Südamerika. Ich bin die Panamericana gefahren, jetzt Anfang des Jahres. Und da geht man halt von Nordkanada runter bis nach Feuerland. Das sind 15 Länder und die Strecke von 30.000 Kilometer. 30.000. Ja. Wow. Sag mal, sehr, sag mal, spektakulär ist der Südpol, weil da gibt es eigentlich keine richtige Tourismus oder da gibt es halt mehr oder weniger nur Forscher. Und vor über 10 Jahren war ich dann halt einer von vier bei diesem Wettlauf zum Südpol. Und dadurch habe ich dann halt den Südpol bereisen dürfen. Das ist schon irre. Es ist sehr kalt und überall verschneit. Und an der Küste gibt es halt sehr hohe Bergen auch. Also es ist auch Festland, ne? Und dann im Inneis, wo wir halt uns bewegt haben, ist es halt so Packeis noch von der Eiszeit und eine Höhe von 2.800 bis 3.500 Meter hoch. Also es ist wirklich die deutsche Zugspitze höher. Wahnsinnig interessant. Hallo, der Prisma Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo. Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge wird euch präsentiert von Berge und Meer, Reisen für Entdecker. Seit über 40 Jahren lässt Deutschlands führender Reisedirektanbieter Reiseträume wahr werden. Berge und Meer, der Spezialist für Rundreisen und Kreuzfahrten, ist bekannt für besondere, hochwertige Reiseerlebnisse rund um die Welt. Egal ob geführt in der Gruppe, mit Familie oder Freunden, individuell und flexibel oder ganz privat. Auf berge-meer.de ist ganz sicher auch das passende Angebot für dich dabei. Schnell reinschauen lohnt sich. Wir sagen Dankeschön für die Präsentation unserer heutigen Folge an Berge und Meer. Ja, liebe Podcast-Fans, schön, dass ihr wieder da seid. Wir nehmen heute wieder eine neue Folge von Hallo auf, dem Prisma Promi-Podcast. Und heute ist es eine ganz besondere Folge, denn ich habe keinen Gast bei mir im Studio zu Besuch, sondern ich bin heute bei jemandem zu Gast. Und man kann uns ja auch sehen, auch bei YouTube zum Beispiel. Und da seht ihr schon, bei wem ich hier sitze. Ich sitze nämlich beim lieben Joseph Maria Kelly, beim Joey Kelly. Schön, dass ich bei dir sein darf. Danke fürs Kommen. Vielen Dank. Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Ja, so heiße ich. Joseph Maria Kelly. Aber eigentlich nur bekannt als Joey Kelly, oder? Kam das, wie früh kam das eigentlich, dass du der Joey bist und nicht der Joseph Maria? Von Anfang an. Also man hat mich immer Joey genannt und nie Joseph. Und keiner nennt mich Joseph. Manche nehmen mich hier in Köln Job. Ehrlich? Ja. Ja, das ist ja so ein typischer Kölner Name auch, ja? Genau, aber eigentlich auch nur einer. Nur einer, okay. Genau. Aber wir dürfen jetzt hier nicht sagen, wer das ist, Doch, oder? das ist Josef Ley von Aha. der Bild-Zeitung. Aber der heißt ja dann selber wahrscheinlich Jupp, oder? Wenn er Josef Genau, heißt. so ist es. Der wird Okay. selber Jupp genannt. Deswegen nennt er mich auch Jupp. Ah, okay. Köln, das müssen wir hier schon ansprechen, weil da, wo wir hier sitzen, wir sind ein Stück weit südlich von Köln, vor den Toren von Kölns, kann man sagen. Wir sind hier bei dir zu Hause auf einem Eventhof. Ja. Was ist das? Was machst du hier? Das ist ein Bauernhof und den habe ich dann halt umgebaut als Eventhof, wo man halt das nutzen kann für Tagungen, Vorträge, Workshops und hier finden halt unregelmäßig halt Unternehmen, die hier kommen und halt quasi ihre Arbeit machen. Ah, okay. Um dann einfach auch ein bisschen mehr Ruhe zu haben, so ein bisschen fernab vom Alltagstrubel, oder? Nee, ich habe den Hof schon längere Zeit und früher habe ich das halt vermietet und da wohnte dann noch der eine oder andere. Auch einige von meinen Geschwistern. Patricia hat hier lange gewohnt, Ah. Angelo auch und so Ach. und Kathi. Und Aha. irgendwann, ja genau, vor ungefähr 5, 6 Jahren hatte ich einen Vortrag für ein Unternehmen und nach mir kam der Reinhold Messner. Und der erzählte ganz stolz über einen Hof, den er hat, wo er halt quasi als Selbstversorger, Schloss Joval. Ja, glaube ich, dass es das ist, der hat oder? diesen Schloss, aber nicht Ja. ein Schloss, sondern auch einen Hof, wo er halt Ja. quasi Landwirtschaft macht. Und das macht seine Tochter, die Älteste, ich glaube. Und dachte, ey, und dass er halt auch auf diesen Hof oder Schloss halt quasi Events macht. Und dachte, das ist eine coole Idee.
dass man halt vielleicht den Hof umbauen könnte als Eventhof und für Seminare. Und dann habe ich dann einfach angefangen zu bauen und bin noch nicht fertig, aber fast. Wow. Wenn ich eben sagte, um ein bisschen mehr Ruhe vom Alltagstrubel zu haben, meinte ich die Firmen, die bei dir hier tagen. Also du sagst ja, dass Firmen hier tagen. Kann man sagen. Also es ist halt anders wie jetzt, sage ich mal, so ein klassischer Messegelände, wo du Tagungsräume hast oder Kongresszentra oder halt ein Hotel, der auch seine Seminarräume hat. Die sind auch alle ganz gut und praktisch und notwendig vielleicht. Mhm. Aber hier hat man halt einfach eine komplette, sag ich mal, man ist ein Naturschutzgebiet, es ist halt, es ist anders, ein anderes Gefühl und es ist, ich will nicht sagen, es ist besser, es ist einfach anders und es ist, ich glaube, ganz schön. Gut, jetzt sind wir ja schon mittendrin im Gespräch, aber du weißt ja, Joey, du hast ja auch einige Folgen von uns schon gehört, bei unserem Podcast stellen sich die Gäste am Anfang erstmal selber vor, das haben wir noch gar nicht gemacht, das müssen wir jetzt aber schon noch nachholen, da bin ich ganz gespannt. Okay, lieber Joey. Genau, ich bin Joey Kelly, ich bin vom Beruf Musiker mit der Kelly Family. Dann bin ich seit 24 Jahren noch zuständig. Wir haben einen Betrieb, die Kelly Family managt. Und das ist so eine klassische GmbH und auch noch darüber eine GbR. Bei beiden Betrieben bin ich dann Geschäftsführer seit 24 Jahren und bin zuständig für Backoffice, Buchung und für alle diese Kleinigkeiten und Sachen, die Arbeit kosten und Zeit. Aber das mache ich. Dann mache ich schon seit 25 Jahren das Thema Outdoor, Abenteuer und habe eine ganze Reihe von Wettkämpfen hinter mir und das ist das, was ich so ein bisschen mache. Das hätte ich auch getippt, dass du dich so als Abenteurer vorstellst. Bist du ein Abenteurer, kann man das sagen? Ja, definitiv. Ich liebe Abenteuer und der Extremsport, der hat einfach perfekt dazu gepasst. Die Kelly Family sind, also meine Eltern waren auf jeden Fall Abenteurer auch. Mhm. Mit dem Kelly-Bus über ganz Europa zu reisen. Das ist ein Abenteuer. Das war Abenteuer pur. Ja, und von dem habe ich wahrscheinlich das halt irgendwie so mit übernommen und dann mit dem Extremsport oder Ausdauersport halt verbunden, dass man halt jetzt nicht die Sahara wie ein Tourist sich anschaut, sondern halt das verbindet mit einem Wüstenlauf. Mhm. Und dann eine andere Wüste und einen anderen Berg und einen anderen Kontinent und also optimal. Stark. Am Anfang unseres Podcasts gibt es immer so eine kurze Entweder-Oder-Fragerunde. Ja. Hast du Lust? Klar. Sport oder Musik? Beides. Beides, ja? Schwer zu sagen für dich, ne? Also es muss schon beides sein, ne? Ja, beides. Man muss sich nicht für einen entscheiden. Ja. Reisen oder lieber hier zu Hause sein? Auch beides. Also das ist wirklich, also ich reise unwahrscheinlich gerne, aber ich bin auch gerne zu Hause. Also ich glaube, das finden andere Leute auch. Ne? Also nur reisen, also oder man schätzt zu Hause am meisten, wenn man zurückkommt. Wenn man so von, dass es dann halt einfach schön ist, dass man ein Zuhause hat. Mhm. So dieser typische Spruch, an dem aber sehr, sehr viel Wahrheit dran ist, zu Hause ist es doch am schönsten, oder? Es ist auf jeden Fall sehr schön, ja. Ja. Wenn du reist, alleine oder lieber mit der Familie? Lieber mit der Familie. Und das ist aber bei deinen Extremtouren nicht immer möglich, oder? Nein. Das ist leider so der Fall, dass ich dann halt sehr viel dann auch alleine reise. Musik, Solokünstler oder Band? Band, ja. Also das brauchst du wahrscheinlich, ne? Ist ja so mitten in die Wiege gelegt worden, so von der Family auch, dass ihr so als Band auf der Bühne steht? Genau. Ja. Dass wir als Band halt quasi Musik machen und ich hatte nie die Ambition, Solo-Musik zu machen. Mhm. Und ich habe genug anderen Aufgaben, wo das Ego halt gefüllt wird. Das Ego ist ja auch voll und ich bin auch, ich glaube, ganz gut angekommen. Trier oder Loma? Die Stadt Trier? Ja. Du hast ja eine besondere Verbindung auch zu Trier, oder? Wenn ich da richtig informiert bin? Also nicht, dass ich wüsste. Okay, dann stellen wir das nochmal hinten an und ich spreche dich gleich nochmal auf Trier oder Loma drauf an. Okay. Ja? Gut, und dann letzte Entweder-Oder-Frage. Wenn du unterwegs bist, Handy immer dabei oder Handy dann auch mal weg? Immer dabei. Immer dabei, ja. Ja. Unverzichtbarer Begleiter? Ja, das ist einfach, mit dem Handy kannst du heutzutage
das komplette, sage ich mal, die Arbeit koordinieren einfach. Das ist einfach, der digitale Welt ist für ein selbstständiger Unternehmer wie ich, ich habe ja so, ich habe kein Management, mache alles selber, ich habe halt ein sehr starkes Team und mit Kommunikation, ob es, sage ich mal, lass es hier auf den Hof eine Baustelle sein. Ja. Und dann kriegt man Bilder und sieht man, okay, genau so weiter bitte. Und oder mehr hier vorne oder die Fabel oder das Büro, die Koordination des Kalenders. Mhm. Und ob es halt heute mit dir an dem Podcast ist oder wo bin ich morgen? Morgen Abend bei SternTV, habe morgen einen Vortrag in Pappenberg und dann geht es von da weiter nach Leipzig. Da habe ich noch einen Vortrag und Donnerstagabend. Dann noch in Berlin im weiteren Job und so geht's weiter. Wahnsinn. Weißt du eigentlich, wo du schon überall gewesen bist? Hältst du das irgendwo für dich fest? Meinst du jetzt weltweit? Ja, oder? Also schon weltweit, ja. Also ich habe keine Landkarte, wo ich dann halt sage, okay, die Länder, die habe ich alle abgearbeitet und weiß auch nicht, welche Zahl. Aber wenn ich jetzt die Landkarte vor mir habe, dann weiß ich schon, wo ich war und nicht war. Also in Europa fehlt zum Beispiel noch Albanien. Ach, das fehlt dir? Genau, Albanien. Ach, okay. Und ich habe vor, nächsten Sommer nach Albanien zu fahren. Ja. Und mir dieses Land anzuschauen. Ich habe mich auf der ITB, der weltgrößten Reisemesse, in diesem Jahr in Berlin mit dem Ministerpräsidenten von Albanien unterhalten. Okay. Albanien muss ein wunderschönes Land sein. Ich war selber noch nicht dort, aber dir fehlt es offenbar noch. Mir fehlt es, ja. Und du wirst es ganz bald nachholen. Genau, ich habe also ein Subunternehmer, der quasi mich oft hilft bei den Baustellen, der ist Albaner. Mhm. Und es ist immer gut, wenn du natürlich Anschluss hast. Ne? Wenn du, sag ich mal, vor Ort dann auch jemanden hast, der vielleicht dir einfach Türen aufmacht, wo du normalerweise, sag ich mal, nicht bei Leuten einfach vielleicht die Kultur, die Menschen, das Essen erleben kannst und nicht nur das klassische Tourismus. Das reizt mir mehr. Wir sprechen heute ja auch an der einen oder anderen Stelle immer wieder mal über das Reisen, über Abenteuer, über den Urlaub. Ja. Denn das ist ja auch so eine kleine Sonderfolge zum Thema Urlaub. Hier auf dem Tisch bei uns liegt auch unsere Prisma-Sonderausgabe zur Aktionswoche Reise. Ich kann sie auch mal hier in die Kamera halten. Und da kündigen wir auch diesen Podcast mit dir an, lieber Joey. Ja. Wenn, du hast mal gesagt in einem anderen Interview, das habe ich mir in Vorbereitung auf das heutige Gespräch angeschaut, dass du kein Tagebuch führst, wo du schon überall warst. Das machst du nicht, ne? Du schreibst dir das so nicht auf und dokumentierst das so nicht, ne? Nein, also ich weiß schon, wo ich war. Also ich sag mal, natürlich gibt es Städte in Deutschland, wo ich dann nicht mehr weiß, dass ich da war. Mhm. Lass es kleine Orte sein, wo ich dann halt in irgendein Hotel eine Veranstaltung hatte für ein Unternehmen als Speaker, Vortragredner oder lass es auch vielleicht ein Volkslauf sein oder ein Halbmarathon oder etwas, wo ich dann halt das Verbinden habe. Mit mein Training, also. Aber ansonsten weiß ich schon, okay, wo ich dann halt überall gewesen bin. Ich glaube es mindestens. Okay. Kontinente. Du hast doch alle Kontinente schon bereist. Ja, das stimmt. Du warst schon auf jedem Kontinent. Ja. Das muss einen doch wahnsinnig stolz machen, oder? Das ist der Hammer, wirklich. Also Nordamerika, Südamerika. Ich bin die Panamerikaner gefahren. Jetzt Anfang des Jahres und da geht man halt von Nordkanada runter bis nach Feuerland. Das sind 15 Länder und die Strecke von 30.000 Kilometer. 30.000? Ja. Wow. Sag mal, spektakulär ist der Südpol, weil da gibt es eigentlich keine richtige Tourismus oder da gibt es halt mehr oder weniger nur Forscher und vor über 10 Jahren war ich dann halt einer von 4 bei diesem Wettlauf zum Südpol und dadurch habe ich dann halt den Südpol bereisen dürfen. Das ist schon irre. Es ist sehr kalt und überall verschneit und an der Küste gibt es halt sehr hohe Bergen auch, also es ist auch Festland. Ne? Mhm. Und dann im Inneis, wo wir halt uns bewegt haben, ist es halt so Packeis noch von der Eiszeit. Und eine Höhe von 2.800 bis 3.500 Meter hoch. Also es ist wirklich die deutsche Zugspitze höher. Wahnsinnig interessant. Wie kommst du zu so einem Abenteuer? Also ich stelle mir das so vor,
du bist vielleicht hier zu Hause auf deinem Hof und sagst, hey, das fehlt mir noch, das nehme ich mir fürs nächste Jahr mal vor. Läuft das so oder kommt sowas so ganz oft von der Seite mal reingeflogen, dass einer eine Idee hat und sagt, hey Joey, da machst du doch mit, oder? Ich sag mal so 80% sind das halt quasi selbst, sag ich mal, organisierte Events oder Challenges, die ich mache. Im Fall Südpol war das so, dass die mich gefragt haben, ob ich im deutschen Team dabei sein wollte. Okay. Mhm. Und habe dann sofort Interesse gezeigt und erzählt, dass ich dann sehr, sehr gerne das mitmachen würde. Und oder lass es jetzt Seven vs. Wild. Ja, genau. Was jetzt auch läuft. Und das war in Kanada. Und da haben die mich auch gefragt. Aber wieder hin zum Beispiel jetzt dieses Jahr mein Handy, Entschuldigung. Ja, überhaupt nicht schlimm. Dieses Jahr. Wir haben eben gesagt, das Handy gehört immer dazu. Genau. Die macht das fleißig. Ja. Und der Panamerikaner, das war selbst organisiert, das war eine Planung schon 2 Jahre im Voraus. Das ist eine unfassbare Strecke, ja. 30.000 Kilometer. Ich stelle mir das gerade so vor, das sind Dimensionen, die ganz, ganz viele im Jahr nicht mit ihrem Auto fahren. Ja, das stimmt. Und das machst du in einem Abenteuer? In 104 Tagen. Wow, Wahnsinn. Ja. Krass. Ja, mit 14, 15 Grenzen, die zum Teil auch wirklich extrem schwierig sind und du auch keine Garantie hast, dass die dich überhaupt reinlassen. Also das ist immer auch so ein bisschen Risiko, wenn man halt sich so bewegt in Ländern, wo einfach alles anders funktioniert. Mhm. Und wo nicht alles so geregelt ist und so selbstverständlich wie hier in Deutschland. Wie bereitest du dich dann konkret auf so etwas vor, wenn du sagst, da gibt es Grenzen, wo man manchmal nicht so weiß, ob die einen überhaupt reinlassen? Ja. Ihr müsst euch ja schon darauf vorbereiten, das organisieren. Das lasst ihr nicht so einfach auf euch zukommen. Ja. Also ich habe ein paar, sag ich mal, Dienstleister, die mich dann halt weltweit damit helfen, ob es ein Visum ist oder wir legen halt eine Route fest. Und trotzdem, sag ich mal, wenn du zum Beispiel, du brauchst kein Visum für das Land Nicaragua oder Peru. Okay. Und in der Zeit, wo wir uns bewegt haben in Peru, war das so, Anfang des Jahres gab es da unfassbar viele Unruhen. Es gab über 200 Sperrungen im ganzen Land, wo die Bevölkerung einfach die Straßen sperren und da geht keiner mehr durch, weil sonst überlebst du es nicht. Und dann musst du gucken, dass du da wartest, bis die Straßen wieder aufgehen. Da sind halt viele Unruhen. Entscheiden musste ich, ob wir das Ganze abbrechen oder es versuchen. Nach 10 Tagen durch Peru waren wir einfach froh, dass wir aus dem Land raus waren, weil da waren so viele, sag ich mal, Probleme. Ein anderes Land wie Nicaragua zum Beispiel. Nicaragua, du brauchst dafür kein Visum, aber es ist kommunistisch. Und wenn die quasi an der Grenze, warum auch immer, in der Woche entscheiden, dass keine westlichen Touristen anreisen, dann ist es auch over. Oder wenn die Grenzzöllner quasi dich auch durchfinden, dann hast du auch ein Problem. Also es ist wirklich so, dass du, weil ich kenne mich einfach in solche Länder auch aus und ich habe genug gereist, wo ich dann weiß, wenn dann nur zum Beispiel irgendein Stempel oder ein halbes Papier fehlt, ja, dann bist du auch. Okay. Gilt das auch für Joey Kelly? Weil wenn du eben sagst, hey, wenn die dich irgendwie doof finden, ja, du musst ja nur die Kappe mal oder den Hut oder sowas auch immer ausziehen und dann dich erkennt man doch auf der ganzen Welt, oder? Nein. Nein? Also der Grenzer in Nicaragua nicht. Auf keinen Fall. Die Kelly Family kennt man in Europa und nicht mal alle Länder, sondern halt viele. Und ansonsten in Asien oder in Amerika zero. Also und dann kannst du erzählen, ich bin ein unfassbarer, toller, bekannter Musiker. Das interessiert auch kein Schwein und das ist auch richtig so. Ja, ja, ja. Okay. Das ist ja wirklich bei dir kein entspanntes Reisen. Das ist ja extremes Reisen beziehungsweise krasses Abenteuer. Ja. Muss es das für dich immer sein oder machst du auch manchmal, dass du sagst, hey, jetzt brauche ich mal 2 Wochen mal wirklich mal Ruhe und Entspannung und Auszeit nur? Oder muss immer das Abenteuer dabei sein? Klassischer, sag ich mal, Urlaub auf Malle, auf dem Strand, ja, habe ich noch nie gemacht und habe ich auch nicht vor. Also das reizt mir überhaupt nicht. Natürlich machen wir als Family
eine Reise. Mhm. Aber es ist immer, sag ich mal, so eine Art Reise, die aktiv ist, wo wir halt dann halt gemeinsam uns bewegen, Sport, einen Berg besteigen oder viel Fahrrad fahren. Es ist verbunden mit Bewegung. Es ist, finde ich, auch ein, zum Beispiel Südtirol, ne, in Sölden, da wo der Reinhold Messner eine von seinen Museums hat. Mhm. Da waren wir bestimmt 10-mal im Sommer. Das ist einfach so schön. Das sind so kleine, wunderschöne Familienhotels und auf einer Höhe von 1800 und alles drüber hinaus geht es auf 4000, also ist direkt neben den Ortler. Mhm. Das Wetter ist im Sommer total schön, abends auch kühl, tagsüber warm. Da kann man halt mit der Seilbahn hochgehen, mit den Kindern runterlaufen oder doch hoch laufen. Es ist einfach Natur pur. Und es ist, das Essen ist gut, es ist nicht zu teuer, die Leute sind einfach gut drauf, das macht Spaß. Du hast da fast schon so ein bisschen mediterranes Feeling da sogar auch, ne? So, wenn du das Essen ansprichst, ne? Gute Weine in Südtirol zum Beispiel. Ja. Ja. Wenn du sagst, du bist da zum Beispiel in einem Familienhotel, aber da, spätestens da, müsste man doch sagen, hey, da ist doch einer von den Kellys, den kenne ich doch, oder? Ja, in Südtirol, aber das kommt vielleicht vor, dass jemand fragt, ob man ein Foto machen kann mit dem Handy, da sage ich, natürlich machen wir ein Foto, aber oder jemand guckt und erkennt einen, und aber es ist vollkommen alles okay, also ich werde nicht belagert und jeder, es ist total entspannt, muss ich auch so einfach sagen, es ist, die Leute sind alle nett und deswegen gibt es nie Probleme, und vor ein paar Tagen fragte einer, kommst du mit deinem Bodyguard? Ich habe noch nie einen Bodyguard gehabt und ich werde auch damit nicht anfangen, weil ich keinen brauche und weil es einfach auch keiner interessiert, ob ich wirklich, sag ich mal, also ich bin einfach ganz normal und so wird es auch bleiben. Ich kann das bestätigen und wir können ja sagen, wo wir hier sind. Das ist ja, der Hof heißt ja Loma Hohn, denn das ist ja öffentlich, denn du vermietest es ja auch für Events. Und mir hat eben kein Bodyguard die Tür aufgemacht, sondern mir hat deine liebe Frau das Hoftor aufgedrückt und dann kamst du persönlich an. So ist es. Ja, schön, dass wir hier heute sein dürfen. Dafür nochmal vielen lieben Dank, lieber Joey. Ich danke. Und du hast gerade, also wir haben gerade gelernt, dass du mit deiner Familie dann auch mal einen etwas ruhigeren Urlaub verbringen kannst. Aber es muss schon immer so ein bisschen Bewegung und Unternehmen, könnte man sagen. Ne? Unternehmenslustig seid ihr, das gehört schon dazu. Ja, ich finde ein aktives Urlaub. Aktivurlaub. Aktivurlaub ist etwas, was ich bevorzuge. Meine Frau auch. Nochmal, kommen wir nochmal zurück auf deine extremen Abenteuer. Warst du denn da schon mal in der Situation, wo du sagst, boah, das war jetzt echt sehr, sehr gefährlich und das will ich so eigentlich nicht nochmal erleben? Ja, gab es natürlich. Es gab einige Challenges, die dann wirklich so gefährlich waren, wo du denkst, boah, das ist noch gut gegangen, aber das war grenzwertig. Nimm mal ein Beispiel. Ein Wettkampf über die Amazonas, also in Brasil, so tief in der Amazonas. Ein Wettkampflauf über 220 Kilometer, wo du als Selbstversorger diese Strecke schaffen musst und organisiert nicht gut. Also du unterschreibst quasi beim Start, dass du halt quasi auf eigenes Risiko startest. Genau. Dass du fit bist, dass du das kannst. Genau. Mhm. Und es wird von der Fremdenlegion organisiert. Ach. Das Rennen ist sehr, sehr gefährlich, weil da gibt es sehr viele, sag ich mal, große und kleine Tiere, die giftig sind und einen auch aufessen wollen. Mhm. Und du kannst dich auch verlaufen. Ja. Und genau das ist auch passiert. Ach. Und dann hat man sich verlaufen. Und dann findest du den Weg nicht mehr zurück. Und das ist natürlich beängstigend. Dann kommst du und dann musst du halt gucken, dass du deine Panik und Ängste halt noch im Griff hast, dass du nicht komplett durchdrehst. Und das Risiko bei so einem Rennen ist, dass man halt den Weg nicht mehr zurückfindet und dass man halt vielleicht im Dschungel ist die Frage, wie lang überlebt man? Handyempfang? Null? Nein. Ja, also dann irgendwo back to start auf der Smartwatch oder so? Gar nichts. Nicht Zero. Möglich? Nein. Das ist, das ist Niemandsland. Krass. Und dann hat selbst Joey Kelly Angst. Da muss man halt gucken, dass man halt die Panik so
im Griff hält. Kannst du dich mental auf so etwas vorbereiten oder bist du einfach mittlerweile so stark mental, dass du sagst, also ich meine, vorbereiten auf so eine Situation kann man sich wahrscheinlich eh nicht, das wünscht man sich ja auch nicht, aber du musst dich doch mental auf so ein schwieriges Abenteuer mit Sicherheit vorbereiten, oder? Was hilft natürlich ist Erfahrungswerte. Also das Rennen, würde mir das jetzt heute nochmal passieren, dann wäre das wahrscheinlich einfacher, ja, weil ich dann halt weiß, okay, also 4 bis 6 Wochen überlebe ich auf jeden Fall, auch wenn ich, sag ich mal, kaum was zu essen finde. Mhm. Und in diesem Zeitfaktor, da findest du schon den Weg wieder zurück zu Civilization. Weil, ich sag mal, interessiere ich mich natürlich auch für das Thema Survival. Mhm. Und ich bin schon mal vor 12 Jahren abgesetzt worden im Urwald. Und das war an der Grenze von Bhutan in Asien. Bhutan. Mhm. Und eigentlich ist es relativ einfach. Du musst Flüsse finden. Wasser brauchst du, ne? Genau, Wasser brauchst du. Und dann musst du einen Floß bauen. Und dann musst du gucken, dass du halt einfach mit der Strömung halt Richtung Zivilisation, weil auch im Urwald, in der Amazonas, gibt es keine Straßen, da gibt es halt nur Flüsse. Und irgendwann kommen mal Häuser entlang vom Fluss, genau, oder? Und irgendwann kommst du zu Civilization. Okay. Also spätestens, wenn du am Meer bist, müsstest du an der Küste auch Leute treffen. Aber so stark musst du ja erstmal sein, dass du in so einem Moment so eine Entscheidung triffst, ja? Dass du nicht in Panik verfällst, sondern zu dir kommst, ganz aufgeräumt überlegst, was du tust, oder? Ja, aber nach 25 Jahren Adventure und Challenges und Wettkämpfe und das Thema auch Survival ist drin. Also stark. Da keine Probleme mit. Du hast eben Seven vs. Wild angesprochen, das läuft ja gerade bei Amazon Freebie. Ja. Wie groß war denn diese Herausforderung für dich? Sehr, sehr kurzfristig mit einem für dich bis dato fremden Mann, ihr kanntet euch glaube ich nicht, ne? 14 Tage ganz allein zu verbringen, das war Jan Schlappen, muss man dazu noch ergänzen. Genau. Ja, wie groß war diese Herausforderung für dich? War kein Problem. Also am Tag vor der Beginn ist mir halt quasi ein neuer Partner zugewiesen worden. Mhm. Der Partner davor ist rausgeflogen von der Produktion. Die wollten mit dem nicht mehr zu tun haben. Mhm. Er hat sich falsch verhalten. Und dann habe ich dann halt ein junger Sportler als ein Parkourläufer. Ich komme ja aber mit jedem klar. Ne? Es ist ja, wir müssen halt als Team funktionieren. Und ich habe mich auf die Aufgabe auch sehr gefreut und gut vorbereitet. Und das Ergebnis darf ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber es wird ja halt bald, da wird man sehen, aber es ist, vielleicht hört man das, dass ich zufrieden bin. Mhm. Und genau, also ich würde es jederzeit wieder tun. Und das also für diejenigen, die das nicht kennen, also Seven vs. Wild bei Amazon Prime ist ausgestrahlt oder über den YouTube-Kanal. Und dann im besten Fall zu zweit schafft man 14 Tage in der Wildnis abgesetzt. Und du hast halt kein Essen und begrenzte Möglichkeiten an das, was du mitnimmst, weil du hast nur eine Flasche und in dieser Flasche, die 1 Liter Volumen hat, da kannst du reinpacken, was du mitnehmen willst, aber mehr auch nicht. Und was hast du reingepackt? Messer, Säge. Zum Bäume quasi schneiden, um eine Schutzhütte zu bauen. Ja. Oder wenn man braucht, auch ein Floß. Okay. Dann quasi zum Beispiel zum Feuer machen, also Magnesium, dann halt Seil haben wir gebraucht, dann haben wir halt Kabelbinder, Fischhaken zum Angeln, also alles, was reinpasst, aber da passt nicht viel rein, also es ist wirklich extrem limitiert und das macht das Ganze sehr spannend und du sagst, okay, du musst genau überlegen, was brauchen wir als Team quasi, um effektiv am besten halt zu überleben, im besten Fall auch 2 Wochen.
Okay, und da kommt natürlich jetzt deine 25 Jahre Abenteuererfahrung dir sehr zugute, oder? Ja, definitiv. Ja. Also wenn du eben gesagt hast, okay, eine Säge oder man muss einen Floß bauen, dann gehört eine Säge halt einfach irgendwo dazu. Ja, ja. Ja. Okay, und das geht ja wahrscheinlich nicht jedem der Kandidaten dort bei Seven vs. Wild so. Dann sind wahrscheinlich viele, die vorher erstmal überlegt haben, hey, was nehme ich denn jetzt mit? Ne? Was, das ist bei dir dann so relativ easy eigentlich, ne? Vielleicht einfacher, zum Beispiel jetzt der Knossi, der hatte mich im Voraus so einige Mal angerufen, gefragt, ob ich auch quasi… Hat dich angerufen? Ja, und gefragt, Joey, wenn ich das mitnehme und das und das und das und das mitnehme, glaubst du, das ist gut? Dann sage ich, also bin bei dir, das finde ich gut, das finde ich gut. Ich weiß, ein oder andere, wie ich sagte, okay, vielleicht, ich würde es nicht mitnehmen. Ja. Ich würde dann halt auch eine Säge so bauen, dass du quasi die maximale Länge hast. Ja. Also zum Beispiel jetzt, wenn jetzt jemand mir fragen würde, ich nehme einen Leatherman, dann sage ich, okay, es ist okay. Es ist, nur du brauchst ja nicht quasi diese ganzen Tools, die ein Leatherman hat, und du nimmst viel Platz. Wenn du eine Säge baust, die quasi die gesamte Länge ist von der Flasche, 19 cm, mit quasi einem Teil, die quasi dann genauso lang ist, dass du dann halt dann fast 40 cm hast, die kannst du dann halt binden mit Schrauben, mit Muttern und Schrauben, und das muss aber angefertigt werden. Also das gibt es nicht, jetzt sage ich mal, Standard. Und, aber das ist ja auch kein großer Akt. Man braucht so jeder Schlosser, der kann sich sowas bauen. Ne? Und einfach überlegt, weil das macht das Leben einfach viel einfacher, wenn du Tools hast, um gut zu arbeiten, um dir halt was zu bauen, dass du dann Qualität, mehr Lebensqualität hast durch Komfort. Stark. Das heißt also, rufen dich andere prominente Teilnehmer von einem Abenteuer, in dem Fall Seven vs. Wild bei Amazon, rufen vorher Joey Kelly an und sagen, hey, hilf mir mal. Also ich mache da auch mit, ich brauche mal einen Tipp. Ja, also Wahnsinn. Und, ja, also der rief mich an, der Knossi, schon vorletztes Jahr, letztes Jahr, bei der Wok-WM. Fragte er, Joey, du hast ja die Wok-WM immer mitgemacht, ja? Oh ja. Und dann wollte er wissen, auf was man achten soll und was er für Equipment und dies und das und hast du nicht gesehen. Da habe ich gesagt, kein Problem, also du musst da achten, dies, das hast du nicht gesehen, dann brauchst du Gewicht und alles. Und dann teile ich quasi das Know-how, ist auch kein Problem. Dann brauchst du Gewicht, bei der Wok-WM brauchst du Gewicht, aber bei deinen Abenteuern ist ein bisschen zu viel Gewicht vielleicht nicht gut, oder? Boah, es kommt drauf an. Also wenn du zum Beispiel jetzt bei Seven vs. Wild einsteigst und bist dann halt, hast keine Fettreserven, okay, dann ist das vielleicht doch besser, wenn du dann davor was zunimmst. Mhm. Ja. Okay. Ja, liebe Podcast-Fans, wir haben Halbzeit bei unserem Gespräch heute mit Joey Kelly. Wir sind ja zu Gast heute hier bei Joey Kelly auf seinem Eventhof, nennt man das so, in Lummerhohn bei Köln? Ja, kann man hin. Ja, ja, wir haben schon darüber gesprochen, wie die Situation für Joey bei Seven vs. Wild war. Wir haben schon über Südtirol gesprochen, wo Joey mit der Familie auch mal einen etwas ruhigeren Urlaub, wie er es sagt, verbringt. Mhm. Wir haben aber auch schon ein bisschen über die Kellys gesprochen. Und wir wechseln jetzt rüber in unsere andere Show. Die heißt nämlich Hallo Urlaub. Das sind unsere Reisepodcasts. Und da führen wir jetzt Teil 2 unseres Gesprächs. Wir gehen rüber in die andere Show. Hallo Urlaub, Joey. Und ich nehme dich mit. Ja, ich freue mich. Liebe Podcast-Fans, die heutige Folge wurde euch präsentiert von Berge und Meer. Reisen für Entdecker. Seit über 40 Jahren lässt Deutschlands führender Reisedirektanbieter Berge und Meer Reiseträume wahr werden. Berge und Meer, der Spezialist für Rundreisen und Kreuzfahrten, ist bekannt für besondere, hochwertige Reiseerlebnisse rund um die Welt. Egal ob geführt in der Gruppe, mit Familie oder Freunden, individuell und flexibel oder ganz privat. Auf berge-meer.de ist ganz sicher auch das passende Angebot für dich dabei. Schnell reinschauen lohnt sich. Wir sagen nochmals herzlich Dankeschön für die Präsentation der heutigen Folge an Berge und Meer. Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.